Herzlich willkommen zu Geometry Dash. Das Spiel kenne ich eigentlich nur vom Handy, deswegen man sieht auch hier, das erste Level habe ich schon auf 100% abgeschlossen. Ich dachte, ich schaue gerade mal rein, nicht, dass er gleich am ersten Level so ein bisschen hängt. Ich würde einfach mal sagen, wir starten einfach mal, gucken mal, wie wir uns schlagen. Und genießen etwas die Musik. Es soll ja Leute geben, die diese Spiele spielen können, nur indem sie auf die Musik hören. Die brauchen eigentlich gar nicht hingucken. Wenn ich dran denke, dass ich hier teilweise schon einen Herzkollaps kriege, wenn ich gucke oder sehe, was ich mache, dann frage ich mich echt immer, was mein Körper immer falsch macht. 70%, okay. Goddammit. Okay, Konzentration. Ich kann nicht labern und gleichzeitig mich konzentrieren, das geht nicht. Hören wir einfach der Musik ein bisschen. Oh Gott. Jetzt wird schon wieder schlecht. Ich schwöre, ich bin nicht schlecht in diesem Spiel. Wobei, das kommt ja auch immer drauf an, wem ich das sage. Hey, neue Farbe, das ist ja ein Ding. Wofür habe ich die gekriegt? Ach ja, du bist klar, ich habe das erste Level hier nicht auf Anhieb geschafft. Also, ich habe mich ein bisschen warm gespielt. Und dachte mir auch, Mensch, jetzt starte ich einfach. Oh Gott, ey, ich sollte mich echt konzentrieren. Und starte einfach mal rein. Und ich weiß nicht, welches Spiel von denen zuerst draußen war. Es gibt ja hier Geometry Dash, gibt's, und dann gibt es The Impossible Game. Was ich auch einmal versucht hatte aufzunehmen. Das hat mir aber selber nicht gefallen, weil ich da wirklich die Krise gekriegt habe. Und ich weiß nicht, ich glaube, The Impossible Game war früher da. Man berichtige mich bitte, wenn man es besser weiß. Aber ich bin auch zu faul nachzuschauen. Ich mag so eine Rhythmusspiele irgendwie. Auch wenn ich die viel zu selten spiele. Es gibt da noch Bosen X, gibt's noch. Ich glaube, es hat aber nicht viel mit Rhythmus zu tun. Aber da ist die Musik auch super. Und jetzt sollte ich mich konzentrieren, nicht, dass ich gleich wieder verkacke. Ich will dieses Level schaffen. Ah. Puh, das sieht gut aus. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Komm schon. Oh. Yes! Back on track. Level complete. In 9 Versuchen und 4 Minuten. Das ist also... da kann ich voll mit leben. Wollen wir das mal nehmen, so richtig schweres? Da bin ich bestimmt richtig gut drin. Jetzt pass mal auf, ich zeig euch das. Ach du Scheiße. Verdammte Scheiße. What the fuck? Okay. Wir machen lieber mit den normalen Leveln weiter. Es gibt ja auch eine unheimlich große Community. Also unheimlich viele Community-Levels. Deswegen schauen wir einfach mal, ob wir noch ein, zwei Level hier vielleicht hinkriegen in dieser Runde. Und dann, wie gesagt, ich will das Video relativ kurz halten. Also es wird jetzt keine 15 Minuten Geometry Dash sein. Hoffe ich. Ach, Scheiße. Oh. Ich sehe, ich knall gleich irgendwo gegen. Ah. Das einzig Schlimme an diesem Spiel ist, ich bin da eigentlich durchgekommen. Das einzig Schlimme an diesem Spiel ist, dass ich mich wirklich in keinster Weise aufs Sprechen konzentrieren kann. Und dann meistens noch mehr Müll rede als sonst schon. Und das ist echt schwer, wenn man sich so meine anderen Videos mal anguckt. Muss ich echt sagen, verdammt! 63% für den ersten Versuch war das echt gut. Oh Mann. Oh fuck. Ah, ist das Level bald vorbei? Kann man bitte einer auf dem... Nein! 81%! Okay. Ich will dieses Level eigentlich noch schaffen oder auch nicht. Okay. Soll für den Moment reichen, weil sonst kriege ich gerade einen Schimmer an den Augen. Also... Falls ihr euch das hier ganz so angetan hat, wenn ich das beim Schneiden überhaupt so lasse, wie ich das gerade gesagt habe. Geometry Dash vielleicht mal ab und zu mal wieder reinpacken.
Wer sich selbst holen will, der Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten lasst einen Daumen hier oder was auch immer oder meinetwegen einfach nur einen Kommentar, in dem ihr mir sagt, ich nerve. Lese ich auch manchmal ganz gerne, tut gut. Ansonsten war's das von mir eigentlich auch schon wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss.